Bayerns Player. Unter diesem Motto steht der Bayerische Immobilienkongress 2013. In der Kongresshalle in München tauschen sich hochwertige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Immobilienwirtschaft aus. Der bereits zum dritten Mal stattfindende Kongress hat sich als renommiertes Event in der Branche etabliert. Die Veranstalter BFW Landesverband Bayern e.V. und Deloitte Deutschland freuen sich mit knapp 300 Teilnehmern über den regen Zuspruch. Durch den Kongress sind wir in der Lage, uns zu positionieren, uns bekannter zu machen, zu zeigen, dass wir die Interessen der Immobilienwirtschaft in Bayern vertreten und dass wir in der Lage sind, eine Plattform zu schaffen, auf der die unterschiedlichen Akteure sich mit der Politik austauschen können. Als stetiger Kooperationspartner blickt Deloitte auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und ist gespannt auf kommende Synergieeffekte. Mehr Teilnehmer und auch die erhöhte Medienpräsenz in diesem Jahr verschaffen uns natürlich auch eine höhere Visibilität im Markt. Zusätzlich ist es für uns auch wichtig, als Impulsgeber für die bayerische Immobilienwirtschaft, diesen Immobilienkongress in der derartigen Form zu nutzen und auch weiterzuführen. Innerhalb der vier Panels stehen die Themen Banken und Versicherungen, Bauträger und Projektentwickler, geschlossene Fonds sowie Politik und Parteien im Vordergrund. Viele Teilnehmer sind zum wiederholten Mal beim Kongress und schätzen dessen hohen Nutzen für die Branche. Der Immobilienkongress ist eine exzellente Möglichkeit, die Partner, die man ansonsten über das Jahr für verschiedene Anknüpfungspunkte in unserem Geschäftsfeld benötigt, einfach geballt an einem Ort zu treffen, ähnlich wie auf den Messen und in einer Atmosphäre, die einem die Gespräche erleichtern, um in 15 Minuten Dinge zu klären, für die man sonst möglicherweise mit Gesprächsanbahnungen auch mal gerne Wochen braucht. Ich bin bundesweit auf vielen Kongressen unterwegs gewesen. Ich muss sagen, dass das hier der bestvorbereitete, bestorganisierte und bestbesuchte Kongress ist mit vielen super interessanten Vorträgen, Beiträgen und sehr, sehr vielen namhaften Kunden, die uns natürlich interessieren. Deswegen sind wir hier. Die Veranstaltung ist sehr professionell. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen, weil die Vorträge eben äußerst kurzweilig waren und auch sehr fachlich sehr, sehr überzeugend vorgetragen wurden. Eine super Gelegenheit, sich auszutauschen, und zwar zwischen denjenigen, die bauen, die planen, den Finanzierern und natürlich auch der Politik. Mein Wunsch ist, dass was Innovatives dabei rauskommt. Der allgemeine Tenor zur Veranstaltung ist durchweg positiv. Ja, das ist ja wohl eine der großen Netzwerkveranstaltungen in München, der Immobilienwirtschaft. Ganz wichtig heute ist es auch, gemeinsam politische Standpunkte zu formulieren. Das gelingt nur, wenn man zusammenkommt. Das ist heute sehr gut gelungen. Für uns ist der Bayerische Immobilienkongress die Plattform in Bayern inzwischen, auf der man sich zu aktuellen Themen im Kollegenkreis sehr gut austauschen kann und aber auch Neuigkeiten mit diesen Kollegen gemeinsam diskutiert. Auf diesem Kongress habe ich die Möglichkeit, gerade was Bayern anbelangt, unsere Wettbewerber, unsere freundlichen Mitbewerber zu treffen und natürlich Vertreter von Banken und auch aus der Politik. Der bayerische Innenminister Herrmann zeigt sich ebenso überzeugt. Wir brauchen deutlich mehr Investitionen. Wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, vor allen Dingen in den bayerischen Großstädten. Und hier ist es wichtig, dass hier die Akteure aus der Wohnungswirtschaft, aus der Immobilienwirtschaft zusammenkommen. 2014 findet in München die Kommunalwahl statt. Dementsprechend erzeugt die Podiumsdiskussion der OB-Kandidaten erhöhte Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten. Ja, ich denke, ein Kongress wie dieser Immobilienkongress führt die Stakeholder zusammen. Sie können sich austauschen, wie aktuelle Projekte laufen, was derzeit in der Politik in dieser Stadt läuft. Und für mich als Politiker ist es auch ganz praktisch, mal alle oder viele der Entwickler jedenfalls auf einen Punkt zu bringen und ihnen auch mal bei so Podiumsdiskussionen oder so meine Meinung einheitlich sagen zu können. Das hilft einem wirklich weiter. Ach, ich glaube, dass das eine ganz gute Informationsquelle ist, weil doch beachtliche Persönlichkeiten zusammengebracht wurden, gute Fachgespräche stattfinden, die Politik auch klar sagen kann, wo sie den Zug hinfahren sieht. Also ich glaube, eine sehr gute Plattform zum Austausch. Auch in diesem Jahr nutzt Bundesverkehrs- und Bauminister Dr. Peter Ramsauer den Kongress als Gelegenheit zum Dialog mit der Immobilienwirtschaft.
für mich gibt es da immer die Möglichkeit, viele Anregungen aufzusaugen regelrecht. Und deswegen hat der Bayerische Immobilienkongress schlicht und einfach auch Bedeutung für das ganze wohnungswirtschaftliche und immobilienwirtschaftliche Geschehen auf Bundesebene. Im Rahmen des Kongresses wird erstmals der Preis für Qualität im Wohnungsbau durch Ramsauer verliehen. Er betont dabei die Relevanz des Preises als Zeichen für zeitgemäße Bauprojekte. Auch BFW-Präsident Eisele hebt die Bedeutung der Preisverleihung für die Immobilienbranche hervor. Wichtig ist für uns, dass wir aufzeigen, es ist möglich, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik und Qualität miteinander zu verbinden. Zahlreiche Teilnehmer freuen sich bereits auf kommende Kongresse und äußern ihre daran geknüpften Erwartungen. Ich muss sagen, dass meine Erwartungen hier voll erfüllt sind, beziehungsweise sogar übererfüllt, weil die Gesprächspartner wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau anzutreffen sind. Also wir sind froh, dabei zu sein und freuen uns aufs nächste Jahr. Der Bayerische Immobilienkongress ist ganz klar eines unserer Jahreshighlights und hat sich zu einer festen Größe hier in unserem Verbandskalender etabliert. Wir haben mittlerweile nicht nur Gäste aus Bayern, sondern aus der ganzen Bundesrepublik und sogar darüber hinaus. Von Mal zu Mal werden es mehr Besucher, mehr Publikum, auch engagierte, leidenschaftliche Teilnehmer. Und das heißt, dass die Erfolgskurve des Bayerischen Immobilienkongresses nach oben zeigt. Dazu gratuliere ich. Mit anregenden Vorträgen und fruchtbaren Gesprächen blicken alle Beteiligten auf eine gelungene Veranstaltung. Die Planungen für 2014 sind bereits in vollem Gange und versprechen schon jetzt eine erfolgreiche Fortsetzung des Bayerischen Immobilienkongresses.